Während Inka Bause, 54, einsamen Singles bei Bauer sucht Frau seit Jahren zum Liebesglück verhilft, geht sie weiterhin solo durchs Leben. Oder? Bauer sucht Frau Star Inka Bause. Spekulationen um ihr Liebesleben. Fast 100 Paaren verhalf Inka Bause in den letzten 15 Jahren bei Bauer sucht Frau nun schon erfolgreich zum Liebesglück. Auf der ganzen Welt verkuppelt die 54-jährige Landwirte mit potenziellen Liebesanwärtern, doch bei ihr selbst scheint es in Sachen Liebe einfach nicht klappen zu wollen. Seit Jahren geht die Moderatorin und Sängerin nun schon solo durchs Leben. Dabei stellte sie noch Ende 2022 klar: Ich will nicht alleine alt werden. Dennoch geht es der Bauersucht-Frau-Bekanntheit offenbar mächtig gegen den Strich, dass ihr Beziehungsstatus immer wieder Thema ist. Im Podcast Aber bitte mit Schlager erklärte sie: Das finde ich absolut jämmerlich. Schließlich würde es weitaus wichtigere Themen geben. Trotzdem scheint Inka Bause das Ganze mittlerweile auch mit Humor nehmen zu können, wie ihr neuester Instagram-Post beweist. Ich habe einen neuen Lebensgefährten. Im Netz überraschte Inka Bause nämlich jetzt mit folgenden Worten: Ich habe einen neuen Lebensgefährten. Nanu, haben die Fans etwa was verpasst? Vielmehr ist das Posting der Bauersucht-Frau-Moderatorin mit Humor zu verstehen, obwohl es sehr wohl jemand Neues in ihrem Leben gibt, denn die sympathische TV-Bekanntheit hat einen weiteren Vierbeiner bei sich aufgenommen. Auch dieser hat vier Pfoten. Da es bei mir ruhiger geworden ist, haben Eddie und ich uns besprochen. Nun ist es Oscar aus dem Tierheim Berlin geworden. Wir lernen uns gerade alle kennen und es ist wirklich schön, Oscar glücklich machen zu können. Habt ein schönes Wochenende, eure Inka. Ein Foto des vierbeinigen neuen Familienmitglieds gab es gleich dazu, was für wunderschöne Neuigkeiten.